Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Deezer Date Video auf meinem Kanal. Vor wenigen Minuten habe ich auf dem Tacho 77.777 Kilometer drauf gehabt und das nach ziemlich genau 2,5 Jahren. Und das bedeutet, dass die Garantiezeit bald abläuft, die geht nämlich bis 80.000. Und da empfiehlt sich ein kleiner Besuch bei Ove Kröger in Lübeck, denn der schaut mein Auto heute durch, ob es noch irgendwelche Mängel gibt, die man vielleicht klüger auf Garantie noch beheben lässt, statt es dann hinterher selber zu bezahlen. Ja, Ove Kröger ist euch natürlich bekannt von seinem YouTube-Kanal und auch von einem Video, das ich euch gerne hier verlinke. Denn ich war natürlich schon vor 2 Jahren mal bei ihm zum Wintercheck. Er wird sicherlich sagen, dass es dreckig ist, mein Auto. Das ist es immer. Ich bin sehr gespannt und nehme euch jetzt mit nach Lübeck hier. Nochmal vollladen beim Supercharger Wismar und dann geht's los zu Ove. Und da ist er schon. Hallo Ove. Bei Tobias, dir. Herzlich willkommen. So, wir machen einen End-of-Warranty-Check, einen Garantie-Check. Was machen wir denn da? Wir checken das Auto auf Herz und Nieren und gucken, ob hier noch irgendwas zu tun ist, was wir Tesla anlasten können, weil es innerhalb der Garantie ist. Ich habe jetzt über 1600 Teslas geprüft und dementsprechend habe ich natürlich dann auch die Erfahrung, was ist richtig, was ist falsch. Okay. Wir machen erstmal eine Probefahrt und da versuche ich, über ganz viele verschiedene Untergründe zu fahren. Ich habe Kopfsteinpflaster, ich habe Schlaglöcher. Okay. Wir fahren Autobahn, wo wir also sehr schnell fahren, so schnell es geht, bis zu 200. Und das alles in einem kurzen Umkreis von maximal 8 Kilometern. Ja, das Auto kenne ich ja schon. Ja. Von deinem Wintercheck. Genau. Du musst die Kamera mal so halten, dass ich auch schön schlank bin. Ich kann mich erinnern, dass das Auto ein Heckantrieb ist, richtig? Ja, genau. Ich bin sehr großer Fan des Heckantriebs. Ich habe in meinem Porsche auch einen Heckantrieb. Wir machen jetzt erstmal einen Lichttest. Das geht auch alles. Sehr schön. Jetzt machen wir eine Probefahrt. In der Zeit, hier ist zum Beispiel dein Lenkrad. Das ist eigentlich so ein bisschen nicht so richtig fest. Das ist ein Problem bei Tesla. Das kann man aber beheben. Das ist bekannt. Hupe geht. Sind das Michelin-Reifen? Die sind sehr laut. Wahrscheinlich. Die Michelin-Reifen sind nur zu Anfang leise und fangen dann an, einen Sägezahn zu bauen, aufzubauen. Und dann werden sie echt laut, weil die hören sich hier wirklich so an wie Winterreifen. So, jetzt machen wir Windgeräusche-Test. Jetzt fahren wir mal ein bisschen schneller. 120, 130, 140, 150, 160. Und wir haben 180. Und 190, 200. Ja, Windgeräusche sind soweit okay. Allerdings hier an der Seite, an der Seitenscheibe, ist etwas erhöhte Lautstärke zu vernehmen. Okay. Das könnte man noch mal einstellen. Ja, beim Bremsen jetzt, ich bin jetzt auf hoher Geschwindigkeit von 200 runtergebremst auf 30. Da habe ich schon so ein Wummern in der Bremsscheibe vernommen. Da müssen wir mal gucken, wie deine Tragbilder aussehen. Hier haben wir jetzt ein kleines Waldstück mit ganz schlechter Straße. Ja, ich vernehme ein leichtes Poltern vorne links. Okay. Da schauen wir dann gleich mal, was das ist. Ja. Die Gurthöhenverstellung. Die lässt sich nicht mehr verstellen. Okay. Ja, das Auto wird benutzt, sei. Das ist jetzt kein Pflegefahrzeug. Nein. Eher ein Pflegefall. Ja, und hier schlägt deine Heckklappe schön munter in die Stoßstange ein und vergräbt sich da. Und hier ist auch schon der Lack weg. Mhm. Ja, und das wird irgendwann rosten. Also wir werden in Zukunft Model 3 sehen, in ein paar Jahren, die von hier unten aus hochrosten. Finde ich fürchterlich. Okay. Das liegt aber nicht an irgendwas, was ich gemacht habe, sondern... Es liegt an der Verarbeitung bzw. der Berechnung der Spalte. Okay. Du siehst es ja hier auch. Wir haben hier fast einen halben Millimeter eine Kerbe drin, von da bis da. Viel schlimmer ist das hier, dass hier der Lack weggeht. Deshalb bin ich 1000 Kilometer hier hochgefahren, damit endlich das einer mal sieht. Ne? Also hier bilden sich leichte Blasen, wie du sehen kannst. Mhm. Da und hier auch, ja, da geht's los. Ja. Das ist ein bekanntes Problem, dass das IP, das heißt Instrument Panel, Blasen schlägt. Es ist ein bisschen wenig, aber es fängt an zwei Seiten an. Schreib es mal auf, ob man das jetzt machen muss unbedingt. Das ist Sache
des Kunden. Ich habe ja nie auf Spaltmaße oder sowas geachtet, gell? Aber ja, da sieht man schon, dass es nicht so ganz zusammenpasst. Schlimmer sind so eine Kanten hier. Ja, genau. Die scharfe Kante steht vor. Ja, das ist so ein typischer Tesla-Bereich, wo es wirklich gar nicht hinhaut. Da gucke ich mittlerweile drüber weg, weil der Aufwand, das zu machen, viel zu groß, und für viele ist das auch gar nicht wichtig. Das ist ja auch nicht wichtig, wenn es nicht funktional ist. Aber ist das jetzt besser bei den heutigen, oder ist es schon, oder? Ja, die heutigen kommen ja alle aus China. Mhm. Alle Modelle, also Long Range, Performance, Standard Range und auch die Model Y. Mhm. Und aktuell, seit Sommer 21, ist die Qualität wirklich sehr gut. Was erwartest du von denen, die hier gebaut werden? Ich hoffe, dass die genauso gut sind wie die aus China. Mhm. Weil dann ist alles gut. Mhm. Das ist ja das, was ich seit Jahren verfolge, auch mit meinem YouTube-Kanal T&T Mobility, dass die Qualität besser werden muss. Und Tesla ist da für mich auf einem wirklich sehr guten Weg. Du siehst hier deine Fensterschachtleiste, die steht hoch. Ja, das ist richtig. Die drücke ich aber auch regelmäßig wieder runter. Ja, dann müsste sie mal angeklebt werden. Nö, ansonsten sind wir mit der Rundumsicht durch und jetzt gucken wir uns das Auto mal von unten an. Super. Hier haben wir schon, habe ich nicht so oft, aber hier sind entweder oben der Spurlenker oder der obere Querlenker sind ausgeschlagen. Hm. Hörst du? Ja. Das habe ich nicht oft. Mhm. Aber in deinem Fall ist es so, also mit der Laufleistung habe ich es nicht oft, ne? Ja. Hier, kleine Kampfspur. Mhm. Ja, Pflege wäre nicht schlecht, ne? Habe ich schon gesagt, oder? So, dein Tragbild sieht wirklich gut aus. Okay. Da freue ich mich, dass du das beherzigt hast. Auch die Belege sind noch gut. Zumindest auf der Bremsscheibe vorne links. Mhm. Das gefällt mir auch. Ja, normalerweise höre ich schon, was du sagst. Nur bei der Pflege habe ich irgendwie so ein halbtaubes Ohr, ich weiß nicht. Oder so ein Hall. Ja, das sehe ich. Auch gut, sehr gut. Ja, hier haben wir so eine kleine Stelle da oben von 4 mm. Siehst du, im oberen Rostbereich, da bremst er dann fast nicht mehr. Ne? Okay. Aber das ist okay. Das reicht noch. In meinen Augen ist das eine Garantie. Du hast ja eine 80.000 Kilometer Garantie auf das Auto. Mhm. Und das ist ja explizit nicht als Gewährleistung ausgeschrieben, sondern als Garantie. Und Garantie betrifft alle Bauteile, auch Verschleißteile. Mhm. Sollten sie bauartbedingt Fehler aufweisen, wie zum Beispiel dieser Querlenker. Mhm. Ich glaube, Tesla sagt, das machen wir nur bis 50.000. Also da empfehle ich auch immer, guck in deine Garantieunterlagen. Mhm. Du hast eine Garantie bis 80.000. Mhm. Warum in 2020 irgendwann im Sommer in den Servicecentern das Wort aufkam, das geht nur bis 50, für mich gegenstandslos. Okay. Da werde ich nochmal reinschauen, nochmal lesen. Ne? Zwischen Garantie und Gewährleistung gibt es einen riesen Unterschied. Hätte das Fahrzeug nur Gewährleistung, dann wären die Verschleißartikel raus. Okay. Aber hier hat er Garantie, und zwar eine Vollgarantie. Also nicht abwimmeln lassen. So, Antriebswelle, Antrieb gut. Knochen trocken, sehr gut. Ja, hier haben wir auch so eine Kante in der Bremsscheibe. Das sind aber schon fast 6-7 mm, wo das Fahrzeug dann auch nicht ordnungsgemäß bremst. Oh, hier hat jemand Wachs drauf gesprüht. Das muss wohl der Obe gewesen sein. Ach, das sieht man noch. Reicht das? Du hast ja Wintercheck gemacht, dann hast du Wachs gesprüht. Okay, sehr lustig. Hier kannst du richtig sehen. Da ist noch Wachs drauf, aber hier hat das Wasser weggespült. Okay. Hier ist es noch drauf. Ja. Da. Ja. Also, was lernen wir draus? Ab und zu mal nachsprühen. Hier ist auch schon ein paar Mal aufgesetzt, aber ordentlich. Okay. Da müsst ihr bitte auch drauf achten, wenn ihr Model 3 habt. Das ist ganz oft so, dass diese Kunststoffabdeckung, die ist hier nur draufgeklipst, dass die sich löst und da fällt der Dreck rein. Und dann gibt es Korrosion. Also ab und zu mal gucken, wenn es so aussieht, einfach mal gegendrücken, ist die Klammer wieder drin und der Rost hat weniger Chance. Oh ja, guck mal, schön eingesprüht. Herrlich. Tja, ist ja auch erst 2 Jahre her, ne? Ja. Hat doch ganz. Aber gut. Hier kannst du sehen, deine Querlenkerbuchsen sind verschlissen. Ja, das ist etwas heftig für die kurze Laufleistung. Mhm. Hier noch ganz schlimm, hier kannst du schön sehen. Dann könnt ihr den Querlenker, die Querlenkerbuchse sehen und da seht ihr auch die Risse. Ja. Das sollte neu. Sollte ich auch
würde ich über Garantie laufen lassen. Man muss sich natürlich dann auch mit dem Service Center auseinandersetzen, mit dem dementsprechenden. Hier drin haben wir auch schon eine kleine Rostkante, da ganz drin. Kannst du sehen, sind auch 5 mm. Also ruhig ab und zu noch mal kräftig reintreten. Mehr bremsen. Ja, ab und zu mal ein bisschen mehr bremsen. Ja, wie ich vermutet habe, sind die Michelin-Reifen. Und hier läuft auch das Profil schon innen ab. Mhm. Und hier kannst du auch fühlen, was den Krach macht. Wenn du hier mit dem Finger drüber gehst, merkst du, wie scharf das ist? Ja. Oh, ja, und das macht den Lärm. Okay, der da, ja. Ja. Und die Reifen laufen innen ab. Frage ist, warum laufen die Reifen innen ab? Meistens ist es eine Spurverstellung. Ja. Und das passt auch ein bisschen zu unserem Bild der Querlenker, die eingerissen sind. Und damit verstellt sich auch die Spur. Mhm. Wenn man jetzt zu Tesla geht und hat so viel Ahnung von Autos wie ich, hat man dann schlechtere Karten? Deswegen bist du ja hier. Genau, dann kann ich sagen, hier, ich habe einen Bericht von Doc Tesla. Ja. Und den lasse ich mir nicht ausreden. Die Reifen sind am Ende. Bitte jetzt zum Winter. Wenn du Reifen aufziehst oder machst du Felgen mit, also Räder, Radsätze? Nee, ich mach Reifen. Nur Reifen. Dann können die weg. Mhm. Alle vier. Ja. Nee, das ist, glaube ich, auch so gedacht gewesen. Ich habe tatsächlich nur diese Fahrt noch mitgemacht. Ja. Auch um Sprit zu sparen. Du hast keinen höheren Verbrauch mit Winterreifen. Habe ich nicht? Nein. Fast nicht messbar. Okay. Früher bei Stollenreifen, da hieß es immer, ja, Winterreifen verbrauchen viel. Das waren aber auch riesige Stollenreifen. Und heute sind die Winterreifen und die Lamellen in diesem Reifen-Compound so gut, dass sie im Winter halt super greifen, aber einen hohen Verbrauch bringt es dadurch nicht. Jetzt gucken wir uns den Akku an. Meinst du das mit dem Akku angucken sinnbildlich oder echt? Wir gehen ins Batteriemanagementsystem rein, schauen uns die Daten an. Sehr gut. So, du bist durch. Ich bin durch. Ich habe nochmal geguckt, ob dein Reifen vorne verliert, Luft verliert. Ich habe das Ventil nachgezogen, aber das war fest. Okay. Ja, was haben wir im Mängel? Lenksäule, lose, Lenkradlose hast du gesehen im Film. Ventil habe ich geguckt. Wir gucken gleich nochmal nach Scheibenwaschwasser. Hm. Du hast Windgeräusche an der Fahrertür oben direkt links am Holm, am Ohr. Deine Gurthöhenverstellung links geht nicht. Die Heckklappe schlägt auf den Stoßfänger auf. Und dadurch hast du erhöhte Korrosionsgefahr. Dein Instrumentpanel schlägt Blasen. Fängt an, würde ich tatsächlich so lassen, zu aufwendig. Die Querlenker oben hinten sind ausgeschlagen, zumindest die beiden kleinen. Und die Querlenker vorne, die Buchsen, hast du ja auch gesehen, ich glaube, das hast du auf Kamera, die sollten auch ausgetauscht werden. Die Reifen laufen innen ab, alle vier. Das wird einen Grund haben, wenn die Querlenker vorne hinten nicht passen oder ausgeschlagen sind, dann verändert sich die Abnutzung deiner Reifen. Ja, zu deinem Akku. Wir haben in deinem Akku eine Degradation von 9,8%. Das ist absolut okay. So würde ich mir bei dem Laufleistung von 77.860 Kilometern keine Sorgen machen. Sehr gut. Ich schreibe dir das jetzt noch alles auf in einen Check, in einen Bericht. Und den kannst du dann bei Tesla vorlegen. Und dann solltest du eigentlich auch als Garantieholder, das bist du ja noch, einen Leihwagen bekommen, kostenfrei von Tesla. Ja, wir wollen gerne mal Scheibenwaschwasser auffüllen, damit wir es auch nicht vergessen. Ja. Schön, super, dass du hier warst zum End-of-Warranty-Check bei Doc Tesla. Ihr dürft nicht vergessen, das ist ein Check, der von einem unabhängigen Sachverständigen gemacht wird und nicht von einer Werkstatt mit einem monetären Hintergrund. Ja. Ich biete keine Reparaturen an Tesla, sondern ich prüfe die Fahrzeuge unabhängig und gebe euch das mit. Und ihr seid, meistens seid ihr dabei, was gemacht werden sollte. Ja, super, vielen Dank. Die Fahrt scheint sich gelohnt zu haben. Ich muss jetzt mal schauen, dass ich noch einen Termin kriege bei Tesla in Hamburg oder in Berlin oder dann irgendwann im Süden und das dann aufnehmen lasse. Vielen Dank, lieber Uwe. Gerne. War schön, mal wieder mit dir zu schnacken, sagt man bei euch, gell? Schnacken, jo. Ich hoffe, ihr fandet das auch interessant. Schreibt gerne in die Kommentare. Guckt natürlich bei Uwe vorbei, wenn ihr den nicht sowieso schon abonniert habt, was ihr tut. Abonniert meinen Kanal, liked dieses Video und seid auch nächstes Mal wieder dabei. Bis dahin, euer Dieser Dad.